Hi. And welcome. Hi. Heute gibt's endlich wieder ein, was man alles so mit Punkt machen kann Video. Hat sich schon ein bisschen vermisst, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und heute geht's um die Kartoffeln. Was man alles so mit Kartoffeln machen kann, außer sie ganz langweilig zu essen. Ohne viel zu labern, würde ich mal sagen, let's begin! Als allererstes fangen wir mit meinem Favorite an. Und zwar der Kartoffelspirale. Du willst hunderte Kartoffeln in nur wenigen Sekunden schälen? Dann greif doch zu einer Klobürste. Yo. Entferne dazu den oberen dickeren Teil und steck die Klobürste in einen Bohrer. Yeah, Killer. Dann brauchen wir einen Eimer, den wir mit Kartoffeln und Wasser befüllen. Und dann kann der Spaß auch schon beginnen. Und dann, what? Und dann haben wir einen Eimer voller frisch geschälter Kartoffeln. Schaut euch mal das an, in nur 60 Sekunden. 100, okay, es waren jetzt nicht 100 Kartoffeln, aber ganz viele Kartoffeln. Und hier ist dann der Vergleich. Klobürste, keine Klobürste. Ja, wenn du auf die Stelle jetzt hunderte von Kartoffeln schälen musst, dann ist dieser Tipp doch in Ordnung. Und ey, keine Angst, die Klobürste war natürlich unbenutzt. Natürlich. Als nächstes machen wir aus Kartoffeln Lollipops. Dazu pepst du deinen Kartoffelbrei ein bisschen auf. Mit Käse, Gewürzen, Ei und so weiter. Dann formen wir daraus ein paar Kugeln, die wir in Paniermehl wälzen und frittieren. Dann spießt du die Dinger mit einem Spieß auf und guck mal, was ich dann mache. Ich stecke die Kartoffel-Lollipops in eine Kartoffel. Hammer kreativ. Danke, 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 ich weiß. Ja gut, das waren jetzt keine echten Lollipops, aber hab ich gesagt. Sorry. Du hast endlich mal ein Date. Yeah, endlich. Freust dich voll, hast schon alles schön vorbereitet, fehlt nur noch die romantische Kerze. Aber, oh, du hast keinen Kerzenhalter. What? Oh shit! Egal, ich habe eine coole Idee. Nimm einfach eine Kartoffel, markiere in der Mitte die Breite deiner Kerze und stech die markierte Stelle heraus. Und dann hast du deinen Kerzenhalter. Fehlt nur noch dein Date. Eine Kartoffel als Kerzenhalter. Sehr romantisch. Mach das nicht. Nur im Notfall. Statt langweilige Ofenkartoffeln zu machen, kannst du auch mal die Twice Baked Potatoes machen. Dazu musst du deine Kartoffel eine Stunde lang backen, dann das Innere herausnehmen und ein bisschen mit Milch, Ei, Gewürzen, Zwiebeln und so weiter aufpeppen. Den oberen Deckel legen wir wieder in die Kartoffel ein und dann kannst du die enthüllte Kartoffel mit dem Püree befüllen und für 20 Minuten goldbraun backen. Und guck mal, wie lecker das aussieht. Mmh. Außen kross und innen weich. Das hat wieder pervers geschmeckt. Pervers geil.
Wenn dir das zu aufwendig ist, dann mach doch Fächerkartoffeln. Einfach mehrere Spalten in eine Kartoffel einschneiden, diese dann mit Butter bestreichen, im Backofen goldbraun backen, mit Käse vollstopfen, würzen, bisschen Frischkäse drauf und wieder ab in den Backofen und bam. Wisst ihr, wie Brot am längsten frisch bleibt? Wenn man es im Brotkorb mit einer rohen Kartoffel bewahrt. Denn die rohe Kartoffel gibt Feuchtigkeit ab. Wart mal ganz kurz. Aha, okay. Ja, ich bekomme gerade die Nachricht, dass ich von iBladi eine Videobotschaft bekommen habe. Ich soll wieder irgendeinen Internettrick austesten oder so. Okay. Hier die Botschaft. Herr Emra, ich habe im Internet gelesen, dass man versalzene Suppe mit Kartoffeln neutralisieren kann. Echt? Ja. Das muss ich mal jetzt austesten. So, jetzt bin ich in der Küche und hab eine Suppe gekocht. Yeah. So, jetzt mach ich hier. Ups! In 10 Minuten kommen die Gäste. Was machen wir jetzt? Scheiße! Und stellt euch mal vor, jetzt würden 10 Minuten Gäste kommen. Was würde man machen? Halt, wie iBladi gesagt hat, ein paar Kartoffeln in die Suppe reintun und für circa 10 Minuten mitkochen. Und dann sollten die Kartoffeln den Salzgehalt absorbieren und die Suppe wieder neutralisieren. Mal gucken, ob das klappt. 2000 Jahre später. So, 10 Minuten später. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, es war eben übertrieben salzig. What? Ey. Es ist jetzt nicht komplett salzfrei. Also ich muss jetzt nicht nachsetzen, sondern es so lassen. Nice! Danke, iBladi, für diesen Internet-Trick kriegst du einen Daumen nach oben. Du willst Kartoffeln in nur einer Sekunde pellen? Einfach vor dem Kochen die Kartoffeln mittig anschneiden, dann kochen und im kalten Wasserbad für ein paar Sekunden abschrecken. Und schon könnt ihr die Kartoffeln super schnell pellen. Kennst du eigentlich schon den Kartoffelring? Nein? Solltest du aber. Teile deinen Teig in 8 gleich große Teile und platziere sie so, dass ein Kreis entsteht. Dann braten wir in der Pfanne ein paar Zwiebeln mit Tomatenmark an und fügen unseren Kartoffelpüree hinzu. Und den Rest, was ich... Ja, erzähl, dass ich dieses Video drehe, halt über Kartoffeln. Und sie meinte, dass es in China eine Spezialität gibt, wo man Kartoffeln karamellisiert. Also ein Süßwort. Und ich so, laber nicht. Sie so, doch. Ich so, okay. Sie so, ja. Ich so, ja, tschüss. Weil ich würde es dann sofort googeln und das stimmt. Das gibt's wirklich und das werden wir jetzt machen. Zum ersten Mal zusammen, wir beide, okay? Okay. Bestreue deine Kartoffelstücke mit Stärke und frittiere sie. Dann erhitzt du in einer Pfanne eine Schüssel Zucker mit bisschen Öl und rührst das Ganze ununterbrochen, bis Karamell entsteht. Die frittierten Kartoffeln dazugeben und ihr habt diese interessante chinesische Spezialität. Bam! Alter. Darauf bin ich jetzt richtig gespannt, wie das schmecken wird. Ich bin nicht so sicher, Kartoffeln in Karamell. Naja, es riecht... Es riecht nicht mal süß. Okay. Schmeckt irgendwie wie süße Pommes. Je mehr ich es esse, desto mehr schmeckt es mir. Schmeckt wie Karamellbonbons für Arme. Kann man sich geben, muss man aber nicht. Egal, wenn ich mal in China bin, probiere ich es da nochmal, okay? Ja. Welche Variation fandst du bis jetzt am besten? Schreib's mir mal, was fand ich am coolsten? Ja, die Spirale halt, mein Favorite. Weil es optisch und geschmacklich einfach cool war. Falls du weitere Teile fand, was man alles so mit Punkt, Punkt, Punkt machen kann, dann zeig's mir mit einem Daumen nach oben. Und ich weiß es nicht, ich mach noch einen Teil. Ja, was soll ich als nächstes machen? Vielleicht was man alles so mit Marshmallows machen kann? Was man alles so mit Papier machen kann?
Interessant. Schreib sie mal. Und folgt mir doch noch auf Instagram. Da heiße ich Emrah mit 4 M's. Wie viel wie ein Hipster? 60 Instagram. Spaß. Falls ihr Adlai noch nicht kennt, der mir die Videobotschaft geschickt hat, dann poste ich ihn nochmal in die Infobox. Das ist ein fresher, cooler YouTuber. Checkt ihn aus. Link ist in der Infobeschreibung. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video wieder. Und cool, dass du bis zu dieser Stelle ausgehalten hast. Danke. You are cool. Bis zum nächsten Video wieder. Ciao, ciao, ciao. 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 Heute zeigen wir euch 5 Wetten, die ihr immer sicher gewinnen könnt. Einfach so und dann. Jetzt versuch's mal. Als ob. Hä?